Hallo Leute, es geht los mit einem neuen Weekend-Game. Wir spielen A Bird Story. Nach To The Moon kam ja A Bird Story und ich hatte ja gesagt, dass ich das auf jeden Fall noch spielen wollte. Und jetzt ist es soweit. Danke an der Stelle nochmal bei meinem Zuschauer Countrine. Der hat mir nämlich geholfen, hier mit dieser Lupengeschichte so ein paar Tipps zu geben, wie ich vielleicht das Bild größer kriege. Und wie man sieht, ist es jetzt größer. Auf jeden Fall viel besser als vorher. Allerdings sieht man jetzt hier die ganze Zeit im Bild die Superlupe, weil ich halt einfach mit der Lupe das ganze Spiel rangezoomt habe. Und ist ja erstmal egal technisch, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber immerhin habe ich das Spiel jetzt ein bisschen größer für euch hinbekommen. Das ging ja vorher nicht. Und darf jetzt aber möglichst die Maus überhaupt nicht mehr anfassen. Ja, weil ich sonst das Bild nämlich hin und her schiebe. Und eigentlich ist nebenbei, sieht man so links ganz bisschen vielleicht, sieht man noch meinen Desktop. Das ist einfach nur alles ein bisschen näher rangezoomt. Ich lasse es am besten so und spiele eher hier so mit Tastatur. Eigentlich war das bei To The Moon ja so, dass man auch über Tastatur die ganze Zeit spielen konnte. Ich versuch's auf jeden Fall mal so, weil ich das schön finde, wenn das Bild jetzt größer ist. Ja, das Spiel kam Ende letzten Jahres raus. Ich kenne es überhaupt nicht, spiele es also blind. Und es ist tatsächlich nur eine Kurzgeschichte und Umfang ist so eine Spielstunde oder so. Also es ist eine Adventure-Kurzgeschichte. Und ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle sagen sollte. Also ich habe nur gelesen, dass das Ganze schon im To The Moon-Universum spielt. Allerdings spielt es hier... Entschuldigung, musste mal husten. Spielt es hier vor der To The Moon-Geschichte mit den beiden Doktoren? Okay, und mehr sage ich erstmal dazu nicht. Ich warte erstmal aufs Ende, weil ich kenne das Spiel, wie gesagt. Ich kenne auch nicht das Ende, aber gut. Ich habe gelesen, ich sag's einfach mal, dass der Junge wohl am Ende ein Patient dann später wird von den Doktoren, wie bei To The Moon. Und zwar in der zweiten Episode von To The Moon. Da, ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler gewesen, aber kann man dann davon ausgehen, dass er halt vielleicht am Ende dieses Spiels im Sterben liegt oder stirbt? Ich weiß es nicht, hoffe nicht, aber ich finde, es ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, weil ich es halt nicht weiß. Und ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen hier passiert und ob der lebt oder später stirbt oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Spiel und bin gespannt, ob es genauso emotional schön wird, wie To The Moon und hoffe, euch stört die Lupe im Bild jetzt gerade mal nicht. Also mich stört sie gerade nicht und ja, deswegen würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Besser als das Bild so klein zu haben. Viel Spaß!
Okay, da sind wir. Wir spielen einen kleinen Jungen. Keine Ahnung, was mit dem ist. Aber er geht rückwärts und ist wohl in seinem Traum. Die Lampen gehen aus, die Vögel fliegen rückwärts, alles läuft rückwärts. Mal sehen, was da noch kommt. Er träumt wohl von seinem Papierflieger, den er da von seinem Balkon hat fliegen lassen und fliegt mit denen davon. Der löst sich auf und es geht weiter rückwärts. Auch die Musik läuft rückwärts. Er geht in sich selbst hinein. Und die Kirchenglocke oder Schuluhr oder Rathausuhr oder was auch immer, die Uhr ertönt. Ach, die Schuluhr. Ich finde die Musik jetzt schon total gut. Er sitzt im Klassenzimmer und scheint nicht so unbedingt aufmerksam zu sein. Ist ihm vielleicht etwas langweilig? Oder er denkt an anderes. Draußen jagen sich die Eichhörnchen und er muss hier drinne lernen. Oh, da ärgert ein Junge ihn. Das lief ja nicht so toll. Er wurde rausgeschmissen. Dabei hat er den Papierflieger ja gar nicht geworfen. Oh oh, weggehen darf er auch nicht. Das merkt die Lehrerin ganz schnell. Besser also eigentlich vor der Tür bleiben. Und alle Kinder haben Spaß, nur er nicht. Und alle gehen nach rechts. Könnte ich ja auch nach rechts gehen, denkt er sich vielleicht gerade. Und so ist es auch. Oh oh. Ach, mir doch egal. Soll die Lehrerin doch meckern und schimpfen. Ich gehe trotzdem weiter, denkt er sich. Viel gesprochen wird bisher nicht. Aber Bilder reichen auch. Ein Spielplatz. Und er selbst auf der Wippe, aber allein. Niemand, der vielleicht mit ihm wippen könnte. Keine Freunde. Dann macht das Wippen natürlich auch keinen Spaß. Geht es jetzt wieder nach Hause? Schon wieder Schulschluss? Alle Kinder sind nur Schattenwesen, nicht wichtig für ihn. Niemanden, der ihn abholt. Und jeden Tag derselbe Gang nach Hause. Kann er da rein? Ja, kann er. Nichts zu lesen. Und er ist klein und schafft es trotzdem hochzuspringen und den Fahrstuhl zu öffnen. Irgendein Mitbewohner fährt mit ihm im Aufzug mit.
Ich gehe mal einfach geradeaus. Hier sind Mäuse oder so. Und hier sieht man was. Kann ich hier durch? Ja. Anscheinend ist das sein Zuhause. Aber es ist niemand zu Hause, außer ihm selber. Hat er keine Familie oder so? Ein Brief, auf dem irgendwas steht. Vielleicht, dass er jetzt alleine ist. Okay, wir können wieder schalten. Können wir den Fernseher anmachen? Stereoanlage oder so. Was ist das? Da können wir auch runter. Ich will aber erstmal nach links. Ah. Gehen wir mal ums Bett herum. Tut sich hier nichts? Licht anmachen ist doch prinzipiell besser. Okay, gut. Hier ist dann nichts. Dann gehen wir mal runter. Oh. Was ist mit ihm denn? Er freut sich. Er freut sich, weil er sturmfreie Bude hat? Oder ist er immer allein? Können wir uns jetzt hier. Moment mal. Ich will halt wissen, was hier auf dem Bett ist. Ah. Ach, das war das Schlafzimmer seiner Eltern. Also wohnt er nicht alleine, weil das hier ist ja sein Zimmer. Stimmt, das hat man ja am Anfang auch gesehen. Waren wohl nur die Schlafklamotten seiner Mutter oder so, die da auf dem Bett lagen. Und er hat Hunger. Und es gibt ja niemanden, der Essen gemacht hat für ihn hier. Tja, Essen machen. Ah, und hier ist der Balkon. Aber da gibt es nichts zu sehen. Oder so? Gut. Ich glaube, er hat Hunger und wir kümmern uns mal um Essen oder so. Hier. Kühlschrank. Vielleicht wurde ihm ja was hinterlassen, damit er seinen Hunger erstmal stillen kann. Schön Videospiele erstmal spielen nach der Schule. Richtig so. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem einsam. Es hat er ganz viel gespielt, aber irgendwie, auch nicht so das Wahre. Vielleicht sollen wir jetzt hier auf dem Balkon. Oh, es passiert was. Ist er brav und lernt sogar für die Schule jetzt, macht Hausaufgaben. Es ist auch schon 7 Uhr. Hat er wieder einen neuen Papierflieger gebaut oder was ist los? Ja, er spielt mit dem. Was ist los, Jungchen? Sollen wir deinen Papierflieger jetzt holen oder nö? Oh, schon 10 nach 11. Jetzt ist er bestimmt müde. Ja, seine Augen fallen auch schon richtig so zu. Er kann sich kaum mehr konzentrieren und ich wette, er schläft ein.
Hat ihm jemand eine Decke umgelegt? Vielleicht ist die Mutter jetzt doch noch nach Hause gekommen. Oh. 7 Uhr früh. Aufstehen. Und er wundert sich wahrscheinlich, wo die Decke auf einmal herkommt oder dieser Umhang oder was das ist. Wer das gewesen sein könnte. Aber er ist ein braver Junge. Er macht sich fertig, er macht Hausaufgaben. Tagesablauf so wie immer, nur dass er alleine ist. Zähneputzen auch erledigt. Und jetzt geht's raus einfach. Da hängt ein Zettel. Oh, Schulsachen vergessen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt doch. Und es ist auch noch früh. Er ist immer noch voll müde, weil er halt so spät ins Bett gegangen ist. Oder eher gar nicht ins Bett gegangen ist. Oh. Ein Junge mit einem Papierflieger? Egal. Hausaufgaben müssen mitgenommen werden. Vielleicht auch noch was zu essen für die Schule. Ist das ein Muffin? Yay, ein Muffin für die Schule. Ist jetzt alles dabei? Lieber einen Regenschirm mitnehmen, es könnte ja regnen. Oder auch nicht. Ach, was soll's. Auch auf der Notiz stand das oder so. Aber er denkt sich nicht viel. Oh oh. Vielleicht sollte ich auf die Ampel achten. Ist auf jeden Fall bisher ganz cool eigentlich. Ab geht's zur Schule. Schön, dass wir den ganzen Weg nicht nochmal laufen mussten. Oh nein, er ist eingeschlafen. Er war einfach zu müde. Oh nein, sie hat ihn rausgeschmissen. Frechheit, denkt sich die Lehrerin. Jetzt geht's diesmal nach links. Oder doch lieber nach rechts. Okay. Also wieder nach Hause, weil Unterricht ist vorbei. In der Schule gibt's anscheinend auch nichts Interessantes mehr. Und wie immer derselbe Tagesablauf. Zur Schule gehen. Und jetzt fängt's doch an zu regnen und er hätte doch seinen Regenschirm mitnehmen sollen. Wie ärgerlich. Wasserpfützen. Soll ich jetzt machen? Leertaste benutzen. Ah. Er freut sich. Er mag Wasserpfützen. Man muss sich auch an den kleinen Dingen im Leben erfreuen. Was ist das für ein Pilz? Wo? Was ist mit den Bäumen los? Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Aber der Pilz ist nicht interessant, aber dass die Bäume auf einmal den Weg frei machen, schon. Ein Dachs jagt einen Vogel. Und er verscheucht den Dachs. Und rettet den Vogel.
der Vogel jetzt sich vielleicht verletzt. Der Junge hilft ihm. Sieht irgendwie so aus, als könnte er nur noch einen Flügel bewegen. Der Vogel hat Angst. Geht der Vogel weg, wenn wir zu ihm hingehen? Was können wir dann machen? Einfach wieder weggehen? Ach, dann fängt der Dachs aber wieder an. Das geht natürlich nicht. Jetzt reicht's, denkt sich der Junge. Jetzt mache ich den Dachs aber fertig. Und der Vogel versteckt sich in seinem Ranzen oder in seinem Ranzenrucksack. Das ist ja süß. Und der Junge weiß nichts davon und nimmt seinen Rucksack einfach wieder mit. Na, ob die beiden noch richtig Freundschaft schließen, wenn er den Vogel jetzt mit nach Hause nimmt, aber dann ist er auf jeden Fall nicht mehr so alleine. Und sein Leben ist wahrscheinlich wesentlich spannender mit dem Vogel. Aber er merkt doch was. Dass da was in seinem Ranzen ist. Hihi, süß. So, was jetzt? Da können wir nicht mehr lang. Das ist ja komisch. Der Baum versperrt uns immer den Weg. Na gut. Aber wir haben ja den Vogel jetzt bei uns. Wo sollen wir denn lang? Hier sollen wir lang. Ich gehe einfach da lang, wo die Bäume uns den Weg weisen. Im Zauberwald. Ach, wir dürfen ihn zum Tierarzt bringen. Alles klar. Ich frag mich, ob in diesem Spiel überhaupt nochmal gesprochen wird oder ob das so ein ganz stilles Spiel ist, ohne dass da geredet wird. Beim Tierarzt, da kommen wir anscheinend auch gerade nicht weiter, weil da keiner ist oder so. Gut, dann gehen wir hier weiter lang. Dann wird er ihn wohl selber verpflegen müssen, denkt er sich wahrscheinlich. Zu Hause. Aber der Vogel scheint ja ganz zutraulich zu sein. Das ist ja schon mal gut. Er wohnt immer noch in Hausnummer 152. Na und eigentlich, Röntgenblick, eigentlich soll er wahrscheinlich kein Haustier mit nach Hause bringen und denkt sich jetzt, psst, sei leise da drinne. Dass der nichts mitkriegt. Der Hausmeister hier oder wer auch immer. Sehr gut, finde ich gut. Hätte ich als Kind, glaube ich, auch so gemacht. Welches Kind wollte das nicht, ne? So ein kleines Tier mit nach Hause nehmen und das gesund pflegen. Und wer hat schon einen Vogel aus dem Wald? Die Geräusche sind auf jeden Fall schon mal putzig. Aber wo sind seine Eltern die ganze Zeit? Sind die bei der Arbeit? Süß. Überhaupt nichts los. Ich habe ja nur einen Vogel in meinem Rucksack. Irgendjemand zu Hause? Nein. Keiner da. Bestens. Ja, was mache ich mit dem Vogel jetzt? Am besten dahin gehen, wo hier so gezeigt wird, dass ich da hingehen kann.
Hat er sich jetzt ordentlich gemacht? Und wieder eine Notiz. Aber warum immer Papierflieger? Es sieht immer aus wie ein Papierflieger. Wo soll es denn jetzt hingehen? Gehen wir einfach mal ins Zimmer, wenn es geht. Noch eine auf den Stapel gelegt. Auf dem Balkon. Ah. Damit der kleine Vogel sich erstmal so ein bisschen einschnuppern kann in seinem neuen Zuhause. Aber nicht, dass er hier einfach wegfliegt. Sein Flügel ist doch kaputt oder so. Aber hier kann er halt zumindest raus. Ach so, vielleicht hat der kleine Durst. Brauchen wir sowas wie ein Schälchen oder so, wo wir Wasser reintun können? Wo kriege ich sowas her? Ach so, nicht aus der Küche, sondern aus dem Badezimmer. Damit der Kleine was zu trinken hat. Ja, sehr niedlich. Fängt ja sehr süß hier an. Da entwickelt sich bestimmt voll die Freundschaft hier zwischen ihm und dem Vogel. Vielleicht auch noch was zu essen? Ja. Wenn was zu trinken, dann ja auch was zu essen, ne? Aber Vogelkörner wird er wohl nicht gerade da haben. Na, da geht der Kleine schon mal hin zum Wasser. Oh. Wie niedlich. So, brauchst du dafür jetzt auch noch einen Teller? Nö, das Brot geht so. Der Vogel ist weg. Oh nein. Oh Gott. Ist er runtergefallen? Bitte nicht. Panik. Er hat sich nur versteckt im Busch. Wie süß. Ach süß. Wenn er reingeht, kommt der Vogel raus. Und das merkt er jetzt auch. Hihi, ist das süß. Voll lustig. So, genug kleine Krümelchens gemacht, damit der Kleine was zu mampfen hat. Aber der Vogel kommt anscheinend gerade nicht mehr raus, wenn er da ist oder so. Aber er hat ja alles bekommen. Er hat frische Luft, Licht, was zu essen und trinken und einen Busch zum Verstecken. Anscheinend macht der Vogel draußen Lärm in der Nacht. Was ist denn los? Der Kleine hat irgendwie, hat er Heimweh vielleicht? Oder so? Guckt in die Ferne. Ach, zu den anderen Vögeln. Und denen geht's gut, die können alle fliegen. Die können hinfliegen, wo sie wollen. Aber er nicht. Und er möchte bei seinen Freunden sein. Aber er kann nicht fliegen. Tja.
Hoffentlich stürzt er sich jetzt nicht einfach runter. Es wäre etwas hoch.7 Uhr früh. Aufstehen. Selbst der Vogel wird wach. Nanu, was ist das für ein Geräusch? Der Wecker klingelt. Was ist denn hier los? Düdüdüdüdüm. Alarm, Alarm. Bisschen neugierig ist der Vogel ja schon, ne? Will er mit? Oh Gott, was hat er denn jetzt? Hä? Nee, ist klar. Mary Poppins. Ach so. In seinen Träumen jetzt, oder? Ja, sehr merkwürdig hier alles. Ich weiß nicht, was, ob der Junge gerade träumt oder so. Oder der Vogel träumt. Auf jeden Fall ein sehr niedlicher Einstieg und ja, mal gucken, was sich hier noch so entwickelt zwischen dem Jungen und seinem Vogel. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den ersten Teil von A Bird Story zu gucken. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!